Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportschau. Heute mit Eishockey, Fußball und der Olympischen Ballnacht. Große Auszeichnung: Reiterin Dorothee Schneider und Turner Fabian Hambüchen sind Sportler des Jahres. Große Verantwortung: Brett Jäger ist neuer Torhüter der Löwen und verwirklicht sich einen Kindheitstraum. Platz 14, Darmstadt 98 steht vor den Abstiegsplätzen. Dort wollen sie auch am Ende der Saison sein. Wir starten mit Hessens besten Sportlern. Die wurden am Wochenende im Kurhaus in Wiesbaden bei der Olympischen Ballnacht des Landessportbundes Hessens geehrt. Gewählt wurde wie immer in 6 verschiedenen Kategorien. Sportschütze und Goldmedaillengewinner von Rio, Patrick Junghensel, entflammte das olympische Feuer im Kurhaus in Wiesbaden und eröffnete somit symbolisch die 15. Olympische Ballnacht des Landessportbundes Hessen. Rund 2100 Gäste, darunter viele Medaillengewinner von Rio, aber auch ehemalige Spitzensportler und Vertreter der Politik feierten unter dem diesjährigen Motto Sport grenzenlos und ehrte die Sportler des Jahres. Newcomerin des Jahres wurde Sprinterin Lisa Meyer. Im olympischen Halbfinale und mit der Staffel Bronze bei der EM und Vierte in Rio. Der Stern der 20-Jährigen fing in diesem Jahr so richtig an zu strahlen. Und somit gibt der Sport der jungen Athletin auch sehr viel für ihr Leben. Ja, der Sport hat, glaube ich, den größten Teil in meinem Leben eingenommen. Und wie ich eben schon gesagt hatte, man erlebt so viele unglaublich schöne Sachen durch den Sport. Ob es Menschen sind, die man kennenlernt oder Länder, die man bereist. Also das ist der wichtigste Teil in meinem Leben. Und wenn man das so bravourös meistert, ist es schon echt schön. Natürlich wurden wie in jedem Jahr die Gäste nicht nur durch Ehrungen, sondern auch durch ein interessantes Showprogramm unterhalten. Der Titel Behindertensportler des Jahres ging an Natascha Hiltrop. Die Schützin holte bei den Paralympischen Spielen die Silbermedaille und ist bereits im letzten Jahr zur Behindertensportlerin des Jahres gewählt worden und hat damit ihren Titel verteidigt, was sie durchaus stolz macht. Ja, ich freue mich riesig und bin auch sehr dankbar, dass ich das gewonnen habe. Und es ist auch so eine Anerkennung für die Leistung, die ich erbracht habe. Und das freut mich natürlich sehr. Zur Mannschaft des Jahres wurden die deutschen Fußballerinnen gewählt, die am Zuckerhut bekanntlicherweise die Goldmedaille gewonnen haben. Und das mit starker Frankfurter Unterstützung. Kapitänin Saskia Batusiak war nicht nur über die Auszeichnung überrascht. Ist einfach eine große Ehre. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, die Einladung bekommen zu haben, hierher kommen zu dürfen, weil ich war noch nie vorher hier. Und es gibt es ja jetzt, glaube ich, schon zum 15. Mal. Von daher war ich total gespannt und bislang bin ich super begeistert von dem gesamten Abend. Und natürlich ist es schön, wenn man einen Preis stellvertretend für die gesamte Mannschaft natürlich dann auch entgegennehmen darf. Sportlerin des Jahres wurde Dorothee Schneider. Die Dressurreiterin gewann mit der Mannschaft olympisches Gold. Die Auszeichnung in Wiesbaden war die Krönung eines überaus erfolgreichen Jahres für die Reiterin. Das ist eine ganz, ganz besondere Auszeichnung. Also natürlich für mich persönlich und auch für den deutschen Dressurreitsport. Und ich bin mächtig stolz, hier heute auf der Bühne gewesen zu sein und diesen Preis entgegenzunehmen. Eine ganz emotionale Sache für mich. Dann war im Kurhaus in Wiesbaden die Zeit der Familie Hambüchen gekommen. Vater Wolfgang wurde zum Trainer des Jahres und Fabian zum Sportler des Jahres geehrt. Gold im olympischen Reckfinale und das mit dem letzten großen Wettkampf seiner Karriere. Somit hatte diese Auszeichnung auch etwas Nostalgisches. Emotional halt auch für uns natürlich. Mein Trainer des Jahres, Sportler des Jahres, jetzt noch. Die ganze Situation, dass die Karriere beendet ist, ja, wird noch, also für mich und für meinen Vater natürlich irgendwo ein neuer Lebensabschnitt, der jetzt beginnt. Also insofern war es schon verrückter Abend irgendwie. Ja. Bei der Ehrung auf der Bühne merkten die Gäste im Saal, dass ein besonderes Verhältnis zwischen Fabian Hambüchen
und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier besteht. Ja, wie er gesagt, also ich weiß nicht, ob ich da 10 war oder 12 oder irgendwas, aber ganz früh, als es dann bei mir losging mit meinen ersten internationalen Erfolgen, war er damals als Innenminister natürlich an unserer Seite und hat uns da unterstützt, egal was kam. Und ist auch wirklich ein Mensch, der die Gespräche sucht, ja, den Kontakt zu seinen Sportlern auch sucht und auch probiert, was zu ändern. Es ist keiner, der immer nur rumschwätzt und nichts daraus macht, sondern er hat sich wirklich immer um uns bemüht, stand immer hinter uns. Und daher haben wir eine ganz enge Bindung schon seit über einem Jahrzehnt jetzt. Hessen kann stolz sein auf seine Sportler. Denn gerade im Olympischen Jahr waren unsere Spitzenathleten top und haben etliche Erfolge und auch einiges Gold mit zurück in die Heimat gebracht. Die Eishockeysaison ist gestartet und wie immer hat sich in den Kadern einiges geändert. So haben die Löwen beispielsweise einen neuen Torhüter. Doch warum genau diese Position? Wir haben nachgefragt beim Heimspiel gegen Heilbronn. Heimspielatmosphäre in der Frankfurter Eissporthalle ist für alle etwas Besonderes. Nicht nur für die Fans, auch der neue Torhüter Brett Jäger mag die Stimmung vor, wie er selbst sagt, den besten Fans der Liga. Doch wie und warum ist der 33-Jährige überhaupt zum Torhüter geworden? Ich wollte schon immer Torhüter werden, seitdem ich zum ersten Mal Eishockey gesehen habe. Mein Papa hat auch Eishockey gespielt, zwar nicht als Profi, aber auch in einer sehr guten Liga in Kanada. Und ich bin mit ihm immer in die Eishalle gegangen. Und sie haben nach den Spielen immer eine coole Party in der Kabine gefeiert. Und da bin ich mit meinen Kumpels aufs Eis. Und schon damals bin ich ins Tor gegangen. Ich habe einfach alles am Torhüter geliebt. Der Stock, die Fanghand und ja, natürlich die Maske des Torhüters. Ja, die war toll. Und es hat mir eben alles gefallen. Später hat mein Opa dann immer mit Pucks auf mich geschossen und mir alle möglichen Dinge entgegengeworfen. Ja, ich wollte einfach immer Torhüter sein. In der Partie gegen Heilbronn erwischten die Löwen den besseren Start. 12. Spielminute. Brett Breitkreuz scheitert zunächst am Gästetorhüter, rappelt sich aber wieder auf und fälscht dann zum Führungstreffer ab. Mit der knappen Führung ging es auch ins zweite Drittel. Hier zeigten die Gäste, dass auch sie Eishockey spielen können. Fehler in der Frankfurter Verteidigung und schon steht es 1:1. Jetzt heißt es für Brett Jäger, das Gegentor so schnell wie möglich zu vergessen. Da denkst du nur kurz darüber nach und dann muss es auch schon aus deinem Kopf sein. Du darfst nur eine kurze Erinnerung daran haben, denn der nächste Schuss ist der wichtigste. Und das vor allem, weil Brett Breitkreuz gleich noch einen nachgelegt hat. Nach dem ersten Frankfurter Treffer erzielte der in Kanada geborene Stürmer auch das zweite Frankfurter Tor. Beide Teams konnten jeweils noch einmal nachlegen, sodass es mit dem Spielstand von 3:2 ins letzte Drittel startete. Und wie zu jedem Drittel wartet die Mannschaft, bis der Torhüter fertig ist. Denn dieser geht zuerst aufs Eis. Es ist einfach Tradition, dass der Torhüter die Mannschaft aufs Eis führt. Im Fußball, glaube ich, ist es der Kapitän. Es ist einfach eine Tradition im Eishockey, dass der Torhüter zuerst rausgeht. Und es ist cool, dass es so ist. Den letzten und wohl entscheidenden Treffer erzielte Clark Breitkreuz, der jüngere Bruder von Brett, der bereits zweimal getroffen hat, zum Endstand von 6:4. Mit 4 Gegentreffern war Torhüter Brett Jäger zwar nicht ganz zufrieden, aber Hauptsache, die Löwen haben gewonnen. Wir machen eine ganz kurze Pause, dann geht es hier gleich weiter mit Fußball, genauer gesagt mit dem SV Darmstadt 98. Platz 14, Darmstadt 98, steht vor den Abstiegsplätzen. Dort wollen sie auch am Ende der Saison sein. Gleich im Studio Lilienkenner Peter Kunz.
Wir sind wieder zurück in der Sportshow und sprechen jetzt über den SV Darmstadt 98. Im letzten Jahr gefeiert, Platz 14, Klasse erhalten und alle waren zufrieden. In diesem Jahr aktuell wieder Platz 14 und man hat jetzt das Gefühl, alle nicht zufrieden. Wieso, weshalb und warum, darüber wollen wir heute sprechen mit Peter Kunz, ja, ehemaliger Stadionsprecher, Urgestein, Lilien, Kenner, Insider, alles in einer Person. Wie siehst du denn die aktuelle Situation bei den Lilien? Ich glaube nicht, dass da eine große Unzufriedenheit ist. Ich glaube, alle sortieren sich noch. Wo stehen wir überhaupt? Es sind ja sehr viele neue Spieler gekommen. Das liegt in der Natur der Sache, dass die Spieler, die wir holen, einfach spät verpflichtet werden. Und von daher muss sich die Mannschaft eigentlich jetzt einspielen. Noch dazu hatten wir ein bisschen Pech mit den Verletzten. Aytaç Zulu war lange verletzt und der ist, glaube ich, schon eine wichtige Stütze in der Abwehr. Und von daher sind alle, glaube ich, happy. Zumindest die intern alle zufrieden mit den 5 Punkten zum bisherigen Stand der Saison. Bist du der Meinung, dass das Umfeld, die Fans sind auch zufrieden? Ich glaube schon, wer sich näher mit den Lilien beschäftigt und ein bisschen hinter die Kulissen auch schaut oder den Verein lange begleitet, der weiß, wo der Verein herkommt, wo er hingehört. Und wenn man sich auch anschaut, gegen wen Darmstadt gespielt hat, da war Dortmund dabei. Klar, da gab es eine ordentliche Klatsche, da war Köln dabei, da haben wir auch verloren. Da war die Eintracht dabei, da haben wir gewonnen. Wissen wir auch bis heute noch nicht so genau, wieso. Und die anderen Spiele gegen Bremen und Hoffenheim, da haben wir einen Punkt entführt. Also von daher, ich glaube, da sind wir absolut im Soll. Ein Jahr erste Bundesliga mit den Lilien. Jetzt, inwiefern hat sich, klar, wir haben es eben angesprochen, der Kader auch verändert. Es gibt auch einen neuen Trainer. Aber wenn wir vom Sportlichen wegkommen, inwiefern hat sich auch der Verein an sich verändert? Naja, der Verein wächst natürlich ganz langsam mit, wie das möglich ist, unter den gegebenen Bedingungen. Das Budget wächst leicht, die Anzahl der hauptamtlichen Mitarbeiter wächst leicht mit, sodass da schon im zweiten Jahr manches leichter fällt als noch im ersten Jahr. Da war ja das ja wirklich, da wusste ja keiner, was auf den ganzen Verein zukommt, wie wird das alles. Tut man sich natürlich im zweiten Jahr jetzt schon leichter, weil es schon einmal geübt wurde. Die Fans, das Umfeld auch weiterhin zufrieden? Oder würdest du sagen, so langsam aber sicher ist auch bei den Fans so ein bisschen die Erstliga-Euphorie weniger? Nee, das sehe ich überhaupt nicht. Also nach wie vor fahren unheimlich viele Fans mit zu den Auswärtsspielen, unterstützen die Mannschaft begeistert. Mhm. Es gibt immer noch Schlangen beim Vorverkauf zu den Heimspielen. Es ist immer noch alles ausverkauft. Und es ist vielleicht nicht mehr so der komplette emotionale Ausnahmezustand. Aber dass da irgendwas weniger wird, kann ich zumindest nicht erkennen. In deinen Augen werden die Lilien jetzt im zweiten Jahr anders wahrgenommen als im ersten? Naja gut, das erste Jahr war ja komplett verrückt durch diese beiden Aufstiege. Erstmal in die zweite Liga und dann in die erste Liga. Da wusste ja gar keiner, was das wird. Alle Experten haben dagegen getippt und das war purer Überlebenskampf. Im zweiten Jahr tippen immer noch alle gegen die Lilien. Und ich glaube aber, dass jetzt mit Norbert Meyer ein etwas anderer Fußball-Einzug hält. Ich glaube, dass der Kader ausgeglichener ist. Es gibt ja fast ein Überangebot im offensiven Mittelfeld aktuell. Und ich glaube, es hat sich so ein bisschen ausgewundert auch. Und die Geschichte ist jetzt auch irgendwann mal zu Ende erzählt. Und vielleicht ist es ein Schritt weit jetzt mehr hin zu einem normalen Bundesligisten. Würdest du sagen, die Lilien haben die Chance, sich auch in der ersten Liga zu etablieren? Weil ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen ein kleiner Umbruch. Also Kaiserslautern spielt keine Rolle mehr. Oder wenn man in die zweite Liga guckt, so etablierte Erstligavereine, Kaiserslautern, Stuttgart, Hannover, Nürnberg, sind nicht mehr in der ersten Liga. Dafür Darmstadt, Ingolstadt, Augsburg. Verändert sich da was und hat Darmstadt die Chance, länger in der ersten Liga zu bleiben? Ich will es mal so beantworten. Ich glaube, die Spitze in der Bundesliga ist relativ fest vergeben, so die Top 5. Alles, was danach kommt, scheint mir eher eigentlich noch flexibler geworden zu sein, weil wenn ich mir anschaue, Paderborn aufgestiegen, abgestiegen, in die dritte Liga abgestiegen, dass jetzt Vereine wie Stuttgart, denen man sicherlich was ganz anderes zugetraut hätte im letzten Jahr, in der zweiten Liga spielen, ist auch so nicht vorherzusehen gewesen. Und von daher glaube ich, ist es vielleicht sogar etwas durchlässiger geworden. Wenn man jetzt sieht, wer steht unten aktuell, da haben Bremen, Hamburg einen relativ schlechten Start erwischt. Scheint mir eher etwas durchlässiger geworden zu sein. Darmstadt,
ob Darmstadt jetzt auf Dauer die Chance hat, in der Bundesliga zu spielen, ich glaube, das wäre vermessen, sowas zu behaupten, weil einfach unsere Rahmenbedingungen ganz andere sind. Im Übrigen auch der Anspruch. Wir sind natürlich sportlich unterwegs und schenken nicht ab und sagen nicht, mach doch nichts, wenn wir absteigen. Aber ich glaube, da keiner in Darmstadt sagt, Darmstadt muss in der ersten Bundesliga spielen. Von daher können wir damit trotz aller sportlichen Ehrgeizes relativ entspannt umgehen. Trotzdem, das Highlight-Spiel des Jahres, ist es das gegen die Eintracht oder ist es doch, wenn die Bayern kommen, in deinen Augen, für dich persönlich? Es ist ja ganz klar die Eintracht. Die Bayern, da gibt es ja den schönen Spruch, das ist wie ein Zahnarztbesuch. Du musst einmal im Jahr hin oder einmal im Halbjahr. Mal tut es mehr weh, mal tut es weniger weh. Ich glaube, die Bayern spielen in einer ganz eigenen Sphäre. Wie das endet, haben wir auch gesehen. Dortmund spielt in einer ähnlichen Region qualitativ. Da hat Darmstadt 6-0 verloren. Also ich glaube, jetzt sich da messen zu wollen, wäre völlig daneben. Von daher emotional ganz klar die Eintracht. Und das ist auch wichtig. Und auch der OFC, auch wenn er jetzt ein paar Ligen weiter unten spielt, der muss auch wieder da hoch, in welcher Liga man sich dann immer auch trifft. Aber das sind einfach die Spiele, die emotional ja am meisten bewegen. Die Bayern kann ich bewundern, wenn sie kommen. Da freue ich mich und sage, super, dass ich diese Spieler mal hier erleben darf. Aber das Highlight sind doch die Derbys in der Region. Und je mehr Derbys, umso besser für die gesamte Fußballregion. Das steht auf jeden Fall fest. Wir haben die Länderspielpause mal genutzt und haben mal beim Training der Lilien vorbeigeschaut. Er ist seit dieser Saison der neue Mann an der Seitenlinie. Trainer Norbert Meyer bringt viel Bundesliga-Erfahrung mit und soll in Darmstadt jetzt das Wunder vom letzten Jahr, den Klassenerhalt, wiederholen. Aktuell liegen die Darmstädter mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Niederlagen auf Platz 14. Die Spieler sehen die aktuelle Situation optimistisch. Ja, ich denke, positives Fazit. Wir haben etwas Zeit gebraucht natürlich mit der Mannschaft, aber wir arbeiten uns immer besser und besser rein in die Saison. Und man sieht das auch in den Abläufen bei uns in den Spielen und jetzt auch im Training. Es wird immer besser und ich denke, das ist sehr positiv. Klar ist auch, dass die zweite Saison im Bundesliga-Oberhaus deutlich schwerer werden wird als die erste. Weniger Euphorie und höhere Erwartungshaltung machen das Leben der Lilien schwer. Aber gerade im Zusammenspiel im Team wird es von Training zu Training besser. Wir wissen auch einfach, was der andere denkt mittlerweile. Was nicht so gut läuft, ich meine, vielleicht sind das vielleicht manchmal nur vereinzelte Unkonzentriertheiten, aber das ist etwas, was natürlich passieren kann. Aber ich meine, die wollen wir abschalten, einfach die Fehler so gering wie möglich halten und dann wird das auch sehr positiv sein in der Zukunft. Vielleicht hilft es auch einfach mal, das Tor umzustellen. Denn die Darmstädter sind mit nur 4 Treffern das Team mit den drittwenigsten Toren in der ganzen Liga. Um das zu ändern, ist unter anderem Antonio Czolak von Hoffenheim ausgeliehen worden. Die Unterschiede der beiden Vereine sind gar nicht so groß. Vielleicht nur die Trainingsanlage, aber ich meine, wir spielen beide Bundesliga. Das ist das, was zählt. Und darauf freue ich mich, einfach meinen Traum leben zu können, Fußball zu spielen in der Bundesliga, in den besten Ligen der Welt. Und ja, ich will da weitermachen. Jetzt müssen die Spieler das meyerische System noch besser verstehen und sich selbst weiterfinden. Bei 18 Abgängen und 18 Neuverpflichtungen allerdings gar nicht so einfach. Aber wo könnte es mit den Lilien noch hingehen? Wir sind in der Bundesliga, deswegen arg viel weiter höher geht es gar nicht. Und ich meine, wir wollen einfach jedes Spiel positiv gestalten, so viele Punkte einfach wie möglich holen, dass wir auch in der Liga bleiben. Und wir werden daran weiterarbeiten und das auch so angehen. Den einen Dreier, den die Lilien bereits eingefahren haben, war allerdings ein ganz besonderer. Sieg im Hessen-Derby gegen die große Frankfurter Eintracht. Natürlich auch für die Spieler ein Highlight. Auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Sieg auch. Wir haben am Tag zuvor, auch als die Fans bei uns im Training etwas eingeheizt haben und uns gesagt haben, wie sie uns unterstützen werden, es war ein super Gefühl für mich. Und dann auch an dem Tag, als auch die Sonne schien und wir gemeinsam einfach den Sieg in letzter Minute geholt haben, es war ein unbeschreibliches Gefühl auf jeden Fall. Und ja, wir haben das auch schön gefeiert, aber es ist ein Sieg von 34 Spielen, sage ich mal, und wir müssen das einfach mitnehmen und dieses Gefühl auch in den weiteren Spielen einfach auch in Punkte ummünzen. In gut einer Woche geht es zum nächsten Derby, dann zum Auswärtsspiel nach Mainz. Bis dahin sollten sich die Lilien noch weiter gefunden haben. Also es hat sich einiges verändert. Neuer Trainer ist da, Dirk Schuster nicht mehr da, Norbert Meyer auch so. Im Kader hat sich einiges verändert.
zum Positiven in deinen Augen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Holger Fach und Norbert Meyer haben ganz klug eingekauft. Es sind doch Spieler mit internationaler Erfahrung oder ja generell schon viel Erfahrung. Und im letzten Jahr war das ja doch so, dass wir punktuell noch sehr stark auf die Zweitligaspieler gesetzt haben. Das hat sich jetzt ein bisschen ausgewaschen. Und von daher muss sich das Konstrukt Mannschaft jetzt natürlich erstmal finden, weil ich glaube am Anfang, wir haben die ersten 4 Spiele mit 4 unterschiedlichen Abwehrketten gespielt. Da haben die Spieler, glaube ich, selber erstmal geguckt, wer läuft heute neben mir auf und wie lange ist der schon dabei. Aber das wird sich jetzt dann auch einspielen und ich glaube, da können wir davon profitieren. Bei Dirk Schuster in der letzten Saison hieß es, er kämpfen, kratzen, beißen. Dafür waren die Lilien dann auch berühmt und berüchtigt in der Liga. Jetzt heißt es eher, wir versuchen über Ballbesitz zu kommen. Ist das die richtige Alternative für Darmstadt? Ja, also ich glaube nicht, dass wir jetzt über Ballbesitz Fußball sprechen, wenn wir über das Böllenfalltor reden. Klar, dass Norbert Meyer einen etwas anderen Stil pflegt. Bei Dirk Schuster war es, glaube ich, in den ersten Spielen ganz extrem. Der hat gesagt, wir machen hinten komplett dicht und fahren noch den Mannschaftsbus vors Tor. Ich mich da an die Spiele in der letzten Saison auf Schalke oder zu Hause gegen Hoffenheim erinnere, die ja dann auch ohne Gegentore abgelaufen sind. Und wir hatten letzte Saison generell sehr wenig Gegentore und vorne das nötige Quäntchen Glück. Ich glaube, da verfolgt Norbert Meyer eine etwas andere Philosophie, dass er sagt, wir müssen nicht nur den Notfallball hinten auf die Tribüne schlagen oder in den Darmstädter Stadtwald, wenn wir mal einen Ball haben, sondern er versucht natürlich Entlastung zu schaffen und sagt, lass uns doch mal probieren, auch spielerisch zu eröffnen. Mhm. Das sieht man schon auch in den ersten Spielen. Wobei die Herausforderung natürlich dort ist, eine nicht eingespielte Mannschaft, wie soll die jetzt die Balance zwischen Abwehr und Offensive hinbekommen? Eine andere Sache noch, der eine Sieg, den die Lilien eingefahren haben, das war ein ganz besonderer zu Hause gegen die Eintracht. Ist das auch so im Umfeld oder sagt man auch von Vereinsseite, naja, hat auch nur 3 Punkte gegeben? Ach, ich glaube, der Verein ganz nüchtern, der geht damit um und sagt, hat auch nur 3 Punkte gegeben. Für alle Lilien-Fans am Arbeitsplatz war es natürlich ein großer Spaß am nächsten Montag. Aber wir wissen alle, im Rückspiel kann es schon wieder ganz anders aussehen. Von daher darf man das nicht ganz so bierernst auch sehen. Vor allen Dingen, wenn man sich dann anschaut, wie es gefallen ist durch so eine Bogenlampe in der 95. Wo der Sirigu, ich habe es eben schon gesagt, wahrscheinlich heute noch nicht weiß, wie er das gemacht hat. Wobei ich von Sandro Sirigu sehr viel halte. Der hat uns nie enttäuscht, immer wenn er auf den Platz kam. Das war schon in der dritten Liga so, hat er mal einen 45-Meter-Solo bei Preußen Münster hingelegt und hat letztes Jahr den Treffer der Lilien bei Bayern München auch aufgelegt durch eine Flanke. Das ist schon ein guter Junge. Aber wie gesagt, am Schluss gab es auch nur 3 Punkte, auch wenn die natürlich bei so einem Derby allen Lilien-Fans ganz besonders viel Spaß machen. Du hast eben schon mal Stichwort Böllenfalltor gesagt, das Stadion. Eine große Diskussion in Darmstadt. Man wollte das jetzige Stadion erneuern, modernisieren. Letztendlich geht es jetzt doch nicht. Es wird ein neuer Standpunkt gesucht, aber es wird alles dauern. Holger Fach hat es nochmal gesagt, wir brauchen ein neues Stadion zum Überleben. Wie sehr in deinen Augen drückt da der Schuh? Na, der Schuh drückt schon, weil einfach die Qualität, die Besuchsqualität nicht sehr hoch ist und die Zuschauerzahl in Summe einfach ein Nachteil, zumindest in der ersten Liga darstellt mit 17.000, ist alles wahnsinnig kompliziert und aufwendig ist, die ganze Infrastruktur nicht gegeben ist, es gibt keine Logen und. Und von daher gibt es ja den gemeinsamen Plan der Stadt und auch des Vereins, ein neues Stadion zu errichten. Man hat sich dann fokussiert, für alle, die das vielleicht nicht so mitbekommen haben, relativ früh auf den Standort Böllenfalltor, weil sich jetzt nicht wirklich ein anderer Standort auch angeboten hat. Mhm. Hat jetzt aber festgestellt, dass es dann doch schwierig ist aufgrund des Verkehrskonzeptes. Die Technische Universität hat sich dazu Wort gemeldet. Und auch ein Klagerisiko aus der Nachbarschaft, weil es ja eine Nutzungsänderung auch geben soll. Auch weg vom reinen Fußballstadion hin zu einem Multifunktions- oder zu einer Veranstaltungsimmobilie. Das alles hat dann irgendwann die Stadt dazu bewogen zu sagen, wir ziehen jetzt die Reißleine, wir verfolgen den ganz großen Plan nicht weiter, investieren jetzt aber doch eine ordentliche Summe in Notfallmaßnahmen. Sprich, es kommen 2 Stahlrohrtribünen hinter die Tore, um einfach die Anzahl der Sitzplätze zu erhöhen und da einfach das Gröbste abzuwenden. Weil es ist ja immer noch so, wir haben 3.800 überdachte Plätze im Stadion und im Rest läuft der Senf von der Wurst, wenn es regnet. Und von daher ist es jetzt schon mal viel wert, ein paar Tausend mehr überdachte Plätze zu haben. Jetzt haben wir etliches
über das Team, über die Mannschaft gesprochen. Kommen wir ganz kurz noch zu dir. Ich habe eben gesagt, 15 Jahre lang Stadionsprecher bei den Lilien gewesen. Ich weiß gar nicht, ob so viele wissen, aber auch als Sänger unterwegs. Jetzt ein neues Album rausgebracht, auch in den iTunes-Charts zu sehen bzw. zu hören gewesen. Hier haben wir das gute Stück mal. Genau, als Sänger zum Glück nicht. Da habe ich Nelson, der hat gesungen auf dem Album, aber als Musikproduzent Morris Jones, so heißt das Musikprojekt. Und das, was du da gerade hochhältst, ist das neue Album MJ2 oder MJ2. Das ist so Vocal Deep House. Leute fragen dann immer, was ist es? Muss jeder selbst beurteilen, aber geht so in die Richtung Vocal House. Und ab und zu hört man es ja auch im Radio. Das heißt, es ist aber nicht dein Beruf, das ist sozusagen Hobby, Passion, Leidenschaft. Ein Mann braucht Projekte und die Musik ist ein wichtiges Projekt. Genau, neben den Lilien natürlich. Das auf jeden Fall. Dann Abschlussfrage noch. Du hast die Derbys angesprochen, dass Derbys immer was ganz Besonderes sind. Es ist jetzt das Derby-Auswärtsspiel in Mainz. Was glaubst du, wie geht's aus? Ich tippe auf 2-2. Ich glaube, Mainz hat unheimlich viel Offensivpower, ist hinten ein bisschen wackelig. Bei den Lilien muss es gut laufen, aber dann treffen wir vorne auch. Mit Chiplock und Jollack haben wir da auch zwei, die wissen, wo das Tor steht. Und ich denke, mit Aitach Zulu sind wir auch ganz gut aufgestellt. Von daher 2-2. Da sind wir aber gespannt. Wir werden darauf zurückkommen, auf deinen Tipp. Dankeschön für deinen Studiobesuch und wünsche dir noch viel Spaß mit den Lilien in der Saison und natürlich auch mit der Musik. Liebe Zuschauer, das war's wieder von uns von der Sportshow. Ich wünsche Ihnen eine sportliche Woche. Bis nächsten Montag zur guten Uhrzeit. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.